Hallo zusammen, ich begrüße euch zum neuen Video von dieser Woche. Ja, die Woche war ein bisschen turbulent, weil ich zuerst das Gefühl hatte, ich könnte öffnen am 27. Aber dem ist also nicht so. Wir müssen sicher noch, vor allem mit der Gruppe, bis im Juni warten. Das ist jetzt schon klar. Und darum freut es mich umso mehr, euch das nächste Video zu zeigen. Ich werde auch diese Woche ein paar Zoom-Stunden und Teams-Stunden vorbereiten und schicke euch die dann noch. Diese Stunde ist nur auf der Matte und die, die für den Stretch wollen, haben den Ring oder wie gesagt das Tüchli. Viel Spass! Wir starten, dass wir ganz gerade liegen, dass die Füße in einer Linie mit den Sitzbalken sind, dass ich die Schultern locker lasse, das Gesicht entspannt. Und wir starten mal nur mit einer tiefen und gleichmäßigen Atmung. Wir atmen leislich und langsam durch die Nase ein. Und atmen leislich und langsam durchs Maul wieder raus. Die Luft füllt um die Wirbelsäule herum. Dass wir die Luft nach oben, in die Seite und in den Rücken atmen. Und mit dem Ausatmen schliessen die Rippen. Bauch zieht den Rücken und die ganze Muskulatur wickelt sich um die Wirbelsäule herum. Tiefe Atemzüge, man probiert jeden Winkel der Lunge mit dem Atmen zu öffnen. Und durch dann die ganze Luft aus der Lunge ausatmen, bis kein Tropfen Luft mehr in der Lunge ist. Und man tut fast ein bisschen forcieren mit der Kraft der inneren Muskeln, also mit der Kraft des Powerhouse, tut man die Luft ein bisschen forciert aus der Lunge auspressen. Nochmal tief einatmen, jeden Winkel der Lunge füllen und wieder alle Luft ausatmen, bis kein Tropfen mehr in der Lunge ist. Bauch zieht dann Rücken, Taille slimmt um die Wirbelsäule. Dabei Gesicht und Schultern entspannt lassen. Wir nehmen mal einen tiefen, bewussten Atemzug ein, dass jeder Winkel der Lungen öffnet. Und dann mit dem Ausatmen tun wir die ganze Luft aus der Lunge leeren, bis kein Tropfen Luft mehr in den Lungen ist. Und wir starten dann mit dem Einatmen das Becken Richtung Fersen zu rollen und mit dem Ausatmen das Becken Richtung Brustbein zu kriegen. Einatmen, Becken geht Richtung Ferse, ihr seht, der Kopf zieht ein bisschen abwärts. Ausatmen, Becken rollt Richtung Brustbein und der Rücken wird flach. Einatmen, Richtung Ferse. Ausatmen zum Brustbein. Einatmen, Richtung Ferse. Ausatmen zum Brustbein. Wie beim Ausatmen den Bauch unter die Rippen schieben, dass der Rücken sich wie öffnet, Platz bekommt. Und beim Einatmen stretche ich vorne, die Schultern ziehen ein bisschen an die Ohren auf, damit ich beim Ausatmen wieder den Rücken in der Länge ablegen kann. Wir haben das noch zweimal. Einatmen Richtung Ferse. Ausatmen Richtung Brustbein, einatmen Richtung Ferse und dann bleibe ich in der Mitte von diesen zwei Bewegungen eher ein bisschen kippt Richtung Brustbein, dass man vom Gefühl den Rücken auf der Matte hat, Rippen mit Beckenknochen verbunden, ich atme nicht zur Vorbereitung, atme die Hälfte aus und wirf über die Kraft vom Zentrum das rechte Knie über die rechte Hüfte, atme oben ein, Pause. Atme die Hälfte aus und senke langsam den Fuß wieder auf die Matte ab. Einatmen vorbereiten.
Ausatmen, Kraft im Powerhouse zum links Knie über die Hüfte lupfen. Einatmen. Ausatmen, Kraft im Powerhouse und langsam den Fuß senken. Einatmen. Hälfte ausatmen, rechts lupfen. Einatmen, Pause. Ausatmen, über Kraft im Zentrum, rechts wieder abstellen. Wechsel auf links. Hochzieht den Rücken, stützt die Wirbelsäule. Einatmen. Langsam mit der Ausatmung senken. So, das ist keine Beinübung, sondern es ist eine Übung, die ich müsst von den Nerven, also von den Schaltern, dass Kraft zum Lupfen vom Bein aus dem Bauch kommt. Und wieder kommt Kraft vom Senken vom Bein aus dem Powerhouse, aus der Körpermitte. Helfen, wenn man immer etwas vorausatmet. Zuerst tut man das Powerhouse aktivieren und dann erst geht das Knie über die Hüfte. Einatmen, Hälfte ausatmen und langsam wieder senken. Das haben wir noch zweimal. Einatmen vorbereiten, Hälfte ausatmen, rechts Knie geht über die rechte Hüfte. Einatmen, Pause. Hälfte ausatmen und wieder über Kraft vom Bauch absenken. Letztes Mal. Und beim letzten Mal lassen wir das Knie konzentriert über die Powerhouse-Kraft, über die Hüfte und nehmen gerade das zweite Knie ohne Ruck und ohne Wackeln dazu. Da ist wichtig, dass Rippenbecken verbunden bleiben und der Rücken bleibt auf der Matte. Wir atmen ein zur Vorbereitung, atmen die Hälfte aus und tippen mit dem rechten Fuß ab auf die Matte und kommen mit dem Einatmen wieder über die Hüfte zurück. Hälfte ausatmen, links tippen. Mit dem Einatmen wieder über die Hüfte zurück. Hälfte ausatmen, rechts tippen, einatmen, über die Hüfte zurück. Wichtig, Rippenbecken bleiben geschlossen und achtet auf eure Gesamthaltung bei der Übung. Also die Wirbelsäule ist lang, Schultern sind locker und die ganze Kraft kommt aus dem Powerhouse. Es ist ja viel Konzentration und Muskelkoordination im Pilates. Es geht nicht unbedingt ums Beinlüpfen, sondern es geht darum, dass man versteht, Kraft für die Beine aus dem Körperzentrum nehmen. Wir das noch dreimal. Hälfte ausatmen, dann tippen. Einatmen über die Hüfte. Hälfte ausatmen, tippen. Einatmen über die Hüfte. Hälfte ausatmen, tippen und dann stellen Fuß um Fuß in der Linie mit der Sitzbeinhöcke ab, über Kraft im Bauch. Wir lüpfen gerade Arm Richtung Decke, schieben die Schulterblätter hoch mit dem Einatmen und senken die Schulterblätter tief mit dem Ausatmen. Einatmen hoch, ausatmen tief. Einatmen hoch, ausatmen. Die Wirbelsäule bleibt gestreckt. Das ist sehr angenehm für die Schultern. Habe ich noch einmal. Einatmen hoch. Bleibe dann unten. Becken wieder eingemittelt. Powerhouse aktiv und lüpft den Kopf in einen grossen Bogen. Da stütze ich den Nacken. Atme nicht zur Vorbereitung und atme aus und ziehe den Kopf ein bisschen hoch. Mit dem Einatmen senke ich ein bisschen. Ausatmen, ich ziehe hoch. Einatmen, ich senke ein bisschen. Ich atme alle Luft aus. Probiere den Bauch an den Rücken zu ziehen. Und probiere, dass das Becken neutral bleibt, also nicht hinten. Da komme ich natürlich viel höher, aber das ist nicht der Sinn. Also da bleibt offen. Und das Becken ziehend oben zum Hüften. Ausatmen hoch. Einatmen tief. Ausatmen hoch. Einatmen tief. Wir machen das noch dreimal in der Mitte. Das ist aber eine gute Übung, weil der Kopf ist gestützt. Das letzte Mal und geht dann in der Diagonale, so der rechte Ellenbogen zieht, zum linken Knie. Ich gehe mehr rauf als über, komme in die Mitte.
ziehe den linken Ellenbogen zum rechten Kniegang auf und Mitte. Atme die Luft aus und ein. Ausatmen hoch. Alle Luft aus der Lunge leeren. Einatmen zu. Ausatmen hoch. Einatmen zu. Viermal mehr. Luft leert. Letztes Mal pro Seite. Alle Luft aus. Alle Luft aus. Wir haben eine in der Mitte. Atmen aus, ziehen den Kopf so hoch wie möglich. Und alle Luft ausatmen, ausatmen, ausatmen. Wenn alle Luft aus der Lunge draußen ist, legt den Kopf in der Länge ab. Und dann für die vorbereitende Wirbelsäulenübung für Bridging gerade die Füße näher an die Sitzbeinhöcke nehmen. Ihr atmet zur Vorbereitung ein und startet, dass ihr mit dem Ausatmen das Becken Richtung Brustbein rollt und ihr lüpft Schritt um Schritt, Wirbel um Wirbel von der Matte, bis ihr auf der Schulterblattspitze steht. Atmet ein zur Vorbereitung und rollt dann startend vom Brustbein Schritt um Schritt an, bis ihr wieder in der neutralen Position einatmet. Ausatmen, das Becken rollt ein, Bauch zieht unter die Rippen und Wirbel um Wirbel lupft. Auf der Schulterblattspitze einatmen und wieder startend vom Brustbein, Knie ziehend ein bisschen über die Füße, rolle ich die Wirbelsäule wieder ab, neutral. Ausatmen, Becken kippt Richtung Brustbein, Wirbel um Wirbel rollt auf. Oben einatmen und wieder startend vom Brustbein rollt Wirbel um Wirbel ab, wieder neutral. Ausatmen, Becken rollt Richtung Brustbein. Mit einer Kette, wie eine Massage auf die Wirbelsäule schaffe ich da. Ich atme ein oben, habe Kraft in den Hamstrings und im Gesäß und rolle wieder Schritt um Schritt ab. Das wiederholen wir noch zweimal. In der Übung selber probieren die Wirbelsäule auseinanderzuziehen und geben viel Kraft im Gesäß und im Bauch. Atmen ein und holen wieder Schritt um Schritt ab. Einatmen in der unteren Position und wieder mit der Ausatmung rollt jeder Wirbel einzeln auf. Atmen ein oben. Und rollt startend vom Brustbein langsam die Wirbelsäule ab. Wir würden jetzt durch oder den Ringen und gehen gerade mit dem rechten Fuß in den Ring und starten, dass wir zum Vorbereiten des Stretch mit der Ausatmung das Bein strecken, mit der Einatmung das Knie ein bisschen bügen. Ausatmen, Bein streckt, einatmen, Knie bügt. Für wenn das nicht viel Stretch ist, kann gerne das linke Bein auch auf der Matte stretchen. Wir atmen aus, streckt. Wir atmen ein, wir bügen ein bisschen. Das linke Bein stößt auch auf die Matte runter, dass ich einen guten Kontrast habe zum rechten Bein. Bügen, strecken, bügen, strecken. So zweimal mehr. Wir bleiben mit dem rechten Bein ganz gestreckt, pointed und flexen den Fuß rechts. Point strecken, flex, ausatmen, ziehen den Bademuskel. Hoch und tief. Einatmen. Ausatmen, haben wir noch zweimal mehr. Hoch. Dann ziehen wir ruhig ein bisschen am Ring, am Fuß und gehen mit dem ganz gestreckten Bein ein bisschen auf die linke Seite rüber. Das wird den Stretch vergrößern. Das linke Bein, wenn es gar gestreckt ist, rechts Knie ganz bogen, Fuß flex. Wir haben noch einen Atemzug.
kommt dann in die Mitte zurück und macht die ganze Reihe mit dem Bein links. Startet von mir aus mit dem Bein Bogen rechts, dass wir mit dem Ausatmen stretchen das Knie mit dem Einatmen beugen. Ausatmen, strecken, Einatmen, beugen. Es ist nur das Knie, das ein bisschen beugt. Und mit dem Ausatmen schiebe ich das Knie wieder von mir weg. Sollte das kein Problem sein vom Stretch, lege das rechte Bein auf der Matte in der Länge an. Wir beugen, stretchen. Das sind auch für die klassischen Pilatesübungen ist sehr wichtig, dass man diese Länge im hinteren Bein und im Waden hat. Beugen, strecken. Auch daran denken, das rechte Bein stößt aktiv auf die Matte runter. Wir bleiben dann ganz gestreckt und haben Point hoch, Flex tief. Einatmen, ausatmen, hoch und tief. Es ist super, wenn der Fuß einen grossen Bewegungsradius hat, inklusive der Zehen. So, zweimal mehr. Wir ziehen dann am Ring, ziehen die Zehen zu uns und gehen dann auch hier mit dem linken Bein bis auf die rechte Seite. Wichtig ist, dass das Knie gestreckt bleibt und der Fuß geflext. Das rechte Bein kann runterstossen. Gute Vorübung auch für Leg Circle, die wir nachher machen. Nehmen wir noch einen tiefen Atemzug ein. Kommen dann zur Mitte zurück. Lösen den Fuß aus dem Ring und sind parat für die 100s. Wir nehmen die Knie zuerst nach. Ziehen dann den Oberkörper ein bisschen rauf, aus der Matte raus. Nehmen die Knie ganz nach. Arm neben euch. Und startet gleichmäßige Bauchbewegungen. Wir atmen ein und aus. Wer mag, kann Beine strecken. Ein und aus. Beine squeezen zusammen. Der Nacken ist entspannt, weil der Bauch stark schafft. Wer die Beine weiter senken will, kann das gerne machen. Es ist eigentlich fast einfach, wieder könnt ihr besser mit den hinteren Beinen, mit dem Gesäß mitschaffen. Wir atmen tief ein, atmen alles aus. Auf 4 Atemzüge. Letzte 2. Letztes Mal. Alle Luft aus. Alle Luft, dass da Lunge draußen ist. Knie beugen. Knie anziehen und kleine Kreise über das Kreuzbein machen. Kreis richtig wechseln. Und für Roll-Up nehmen wir den Knie über die Hüfte. Hand hinter Knie, das ist Assisted. Wir atmen die zur Vorbereitung und rollen startend vom Kopf Wirbel um Wirbel einzeln von der Matte auf. Oben atmen, der Reihe strecken die Wirbelsäule. Startet vom Becken abrollen und rollen Schritt um Schritt langsam auf die Matte ab. Und wieder einatmen. Ausatmen, wieder vom Kopf starten. Die Füße schieben dafür. Und Wirbel um Wirbel rollt auf. Wenn das sehr gut geht, Full Roll Down, streckt euch gerade aus, atmet ein. Startet mit dem Becken und rollt Schritt um Schritt ab. Arm geht über den Kopf, Arm geht Richtung Decke und man rollt mit dem Ausatmen jeden Wirbel einzeln von der Matte auf bis in den Spine Stretch führen. Man rollt dann wieder auf, gerade und startet wieder vom Becken herabzurollen. Jeden Wirbel einzeln, Arm geht über den Kopf, Arm geht Richtung Decke. Und wieder artikulieren die Wirbelsäule, startend vom Kopf,
jeder Wirbel einzeln bis ins Bein stretch. In den Rücken einatmen. Langsam wieder aufrollen gerade. Langsam abrollen. Wirbel um Wirbel. Einfacher ohne Schwätzen. Nicht so zweimal. Gerade die Wirbelsäule. Langsam abrollen. Letztes Mal und dann bleiben wir unten liegen. Wir rollen die Wirbelsäule auf, rollen Schritt um Schritt ab und bleiben unten liegen. Nehmen gerade die Knie über die Hüfte und legen euch gerade an. Jetzt für die Vorbereitung, Roll Over, einfach probieren, über die Kraft von der Arme, über die Kraft vom Bauch, das Becken ein bisschen zu lupfen und wieder absenken. Ausatmen, das Becken ein bisschen lupfen und wieder absenken. Haben wir noch 5 Mal. Probieren, die Kraft im Bauch zu brauchen, also der Bauch zieht unter die Rippenkraft in den Arm zu stützen und die Wirbelsäule und den Kopf bitte locker lassen. Ausatmen hoch, einatmen tief, ausatmen hoch, ein tief, noch 2, Bauch zieht unter die Rippen. Letztes Mal, rollen dann ab, nehmen beide Hände hinter das rechte Bein, wenn möglich das linke Bein senken oder aufstellen. Wir bleiben gerade, drücken die Arme etwas runter und gehen mit dem Leg Circle, mit dem rechten Bein ein bisschen auf links, gehen runter, rauf, über, runter, rauf. Super Übung auch für den Bauch, weil wir probieren mit der Kraft vom Bauch das Bein zu steuern. Wir wechseln die Richtung, runter, über, runter, über, noch einmal. Wir bleiben dann ganz gerade, beugen das Knie, wechselt das Bein. Kleiner Vorstretch. Bein stark, Arm neben euch. Wir gehen auf die Seite, tief, hoch. Über die Seite, tief, hoch. Kraft im Bauch brauchen für die Beinbewegung. Wir wechseln die Richtung vom Bein, gehen aussen runter, über die Mitte rauf. Ich mache das noch ein letztes Mal. Beugen den Knie, nehmen das zweite dazu, rollen mit Schwung auf und bin gerade parat für Rolling Leg Ball. Entweder die Hände hinter den Knie oder die Hände über den Schienbein. Wir schauen mit dem Blick im Bauchnabel, entspannen die Schultern und rollen mit geflexten Füßen. Die Füße ruhig ein bisschen zusammendrücken, Knie aber nicht. Ab und auf. Balance. Tief. Hoch. Immer die Balance halten. Möglichst kompakt bleiben. Noch 3 Mal. Letztes Mal. In der oberen Position bleiben. Früh zu kurz abstellen. Ich merke, es ist Frühling geworden, es ist heiß im Studio, aber gut. Wir nehmen Knie über die Hüfte und wir haben Single Leg Stretch, Double Leg Stretch und Criss Cross. Wir rollen ab, bis die Schulterblatt spitze auf der Matte nachkommen und jetzt ziehen wir das Bein zu uns und spannen das Bein weg. Wechseln. Ihr könnt die Matte dippen. Ihr dürft aber nicht die Kraft vom Bein loslassen. Es ist wie eine Feder. Tack, tack. Und die Kraft im Bauch bewegt das Bein. Tack, tack. Wichtig, Rücken läuft nie. Tack, tack, tack. Letzte 3, 2, Double Leg Stretch. Knie näher und Nasenspitze probieren als Knie ziehen. Dann strecken wir Arm und Bein, so weit wie es geht, wenn es so ist, ist gut. Ausatmen zusammen. Wenn es weiter geht, auch gut. Einatmen. Ausatmen. 3 mehr ein.
aus, ein, aus, ein. Wir wechseln criss-cross, haben gehen hinter den Kopf und wir ziehen. Auch hier darf der Ferse die Matte dippen, aber die Kraft nicht loslassen. Dip, 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 dip. Letzte 4, 3, 2. Wir rollen schwungvoll auf in eine sitzende Position und schauen, dass wir die Beine deutlich breiter als die Matte haben. Deutlich. Wir setzen, wenn es möglich ist, ganz gerade auf, nehmen die Arme Schulterhöhe, atmen ein und als Pause rollen um eine imaginäre Bölle um und laufen dann mit den Händen, wenn es möglich ist, nach vorne. Stretchen die ganze Wirbelsäule, atmen tief ein und rollen, startend vom Becken, Schritt um Schritt auf. Der Bauch zieht an den Rücken und ihr zieht euch eigentlich von da aus lang. Atmet ein, rollt wieder um in imaginäre Böllen um, rund, lauft nach vorne, atmet unten ein, probiert die Füße flexen, die Beine stark machen und rollt vom Kreuzbein startend wieder auf, bis ich gerade bin, mich strecken, noch 2 mehr. Ausatmen, rund, um etwas drüber rollen, führen laufen, in den Rücken einatmen, langsam Wirbel um Wirbel aufholen, bis man gerade ist und sich streckt. Nochmal mit der Ausatmung, einen grossen Bogen umrollen, die ganze Wirbelsäule auseinanderziehen, tief einatmen und Wirbel und Wirbel aufrollen, bis sie ganz gerade sind. Wir gehen zurück in die Bauchlage, wo wir Knie gebogen haben. Ich drehe mich, dass ihr mich von dieser Position seht. Wir rollen ab, dass ich so liege, dass zu Anfang Knie gebogen sind und gerade sind. Jetzt für die Vorübung, für Corkscrew, habe ich kleine Bewegungen. Ihr seht es hoffentlich gut. Das heisst, ich bleibe mit der Wirbelsäule gerade, aber ich gehe mit den Knie zur rechten Schulter rauf, wechsle zur linken, das Becken ist gelüpft und rolle dann das Becken ab. Die Übung, Achtung, nicht aus den Beinen schwingen, das wäre so etwas, sondern probiere Kraft aus der Wirbelsäule und aus dem Bauch nehmen. Auch wenn die Übung ganz klein ist, so, es ist besser, als wenn ihr den Schwung aus den Beinen nehmt. Rechts rauf, dann dürft ihr stossen, nach links und ab. Haben wir noch zweimal die Seite. Rechts, in der Mitte links und ab. Rechts, links. Wir wechseln die Richtung von den Kreis. Das heisst, wir gehen jetzt links auf die rechte Seite und rechts ab. Sollte das zu viel sein, kann man auch einfach den Kreis so ein bisschen helfen mit der Kraft der Arme. Mir ist wichtig, dass die Wirbelsäule, ich hoffe, man sieht es gut, gerade bleibt und nicht mitgeht. Also die Bewegung ist von der Taille und von der Hüfte. Machen wir noch 2 auf dieser Seite. Atmet aus, brauchen die Arme. Atmet ein. Atmet aus, brauchen die Arme. Atmet ein. Bleibt dann in der Mitte gerade. Schwingt euch auf. Und wir werden gerade bereit für die Säge. Wieder sind beide bereit. Wir sitzen so gerade als möglich. Das ist sehr angenehm. Wir drehen uns auf die eine Seite und beugen uns über das Bein. Wunderschönes Stretch für den Rücken. Beide Arme sind sehr aktiv. Ich atme ein, die Beine auch aktiv. Ich rolle auf und wechsle die Seite. Achtung an der Kraft im Bauch brauchen. Nicht locker lassen. Also mit Kraft über das Bein lehnen. Einatmen. Und wieder aufrollen. Und wechseln. Ausatmen. Über das Bein lehnen. Einatmen, wechseln. Ausatmen. Über das Bein lehnen. Einatmen, wechseln.
und probiert den Raum zwischen Schulterblätter und Kreuzbein zu stretchen und wechseln. Ausatmen. Einatmen, den Blick kann entweder ans Knie oder zu hinterer Hand gehen. Wechseln. Ausatmen. Das noch einmal pro Seite, sehr angenehme Übung. Das würdet ihr uns gerne auseinanderziehen. Letztes Mal. Und von dieser Position rollen wir langsam auf. Und für Open Leg Rocker, behalten Kraft im Bauch, drücken die Fersen ab und von dieser Kraft kippen wir jetzt das Becken ein bisschen. Aber wir bleiben eigentlich sehr kräftig im Bauch, also nicht Wirbelsäule lassen, sondern kräftig bleiben. Jetzt die Kraft behalten und ihr seht, ich habe das Bein für das Becken verbunden, das ist wie ein Schaukeln. Ich schaukle dann ein bisschen mehr zurück, bis ich merke, jetzt muss ich die Kraft im Bauch brauchen, lüpfe das eine Bein, lüpfe über die Kraft im Bauch das andere Bein, bin ungefähr Schulterbreite entfernt und kann mal so probieren, ganz wenig ab. Man kann sich mit den Beinen ein bisschen helfen und auf. Tief und hoch. Wer findet, es ist einfach, kann ein Bein, dann das andere Bein schon immer Verbindung zum Bauch behalten. Und ganz leicht vom Becken zurück, Balance auf. Vom Becken zurück, Balance auf. Und es ist gut, wenn es einfach geht, weil dann merkt man, wir arbeiten Überkraft im Powerhouse für die Bewegung. Tief. Hoch. Noch ein letztes Mal. Tief. Wir bügeln Knie. Senken die Füße, brauchen die Armkraft gerade, dass man in eine Vierfußposition kommt. Ellenbogen sind Lichtbogen und das Gewicht ist zwischen Knie und Hände eingeschaukelt. Wir probieren die Rippen zu schliessen und ziehen den Bauch an den Rücken. Wir atmen ein zur Vorbereitung und lüpfen mit dem Ausatmen den rechten Arm Schulterhöhe ab, ohne dass mein Rücken bewegt. Und ich senke den Arm wieder unter die Schulter tief. Ich zeige es mal von so, dass ihr es gut seht. Mit dem Ausatmen, ohne dass ich die Wirbelsäule bewege, bewege lüpfe ich den Arm und senke ihn wieder. Was oft passiert, ist entweder das, also A, habe ich einen Shift gemacht und ich bin eingesunken in den Schultern, oder dann sieht das so aus. Und das ist es nicht, also ich probiere, aus der Kraft von der Mitte zu stützen und ohne, dass ich etwas in der Stabilität von dieser Schulter oder in der Achse von der Wirbelsäule bewege, lüpfe ich jeweils abwechslungsweise über Kraft im Powerhouse den Arm. Das sind tolle Übungen, vorbereitend für den Push-Up, für Swan Dive, für all die Übungen, damit man lernt, dass man die Schulter, die Rotatorenmanschette von der Schulter kräftig haltet. Tolle Übung auch, bei der muss man merken, dass man die Kraft vom Bauch schafft. Das ist sehr wichtig. Weil dann, glaube ich, hat man das Prinzip vom Pilates-Training gut verstanden. Ich drehe mich wieder, drehen, dass es von da sieht. Wir haben das noch zweimal. Wir atmen aus und lüpfen den Arm. Atmen ein, senken. Atmen aus. Lüpfen den Arm und senken. Jetzt würden wir diagonal mit dem Arm und mit dem Bein gehen. Nicht bewegt in der Wirbelsäule. Wir lüpfen den rechten Arm, das linke Bein, bleiben da mit ein. Und kommen ganz langsam mit geradem Rücken zurück. Unter die Schulter und unter die Hüfte. Ausatmen. Diagonal schaffen. Einatmen, Pause. Ausatmen, zurück. Das hat er 12 Wirbelsäulen, 12 Gläser auf der Wirbelsäule. Und keines von diesen Gläsern für die Eröffnungsparty mit Champagner randvoll. Und keines geht. Auf die Party freue ich mich übrigens schon sehr. Müssen wir vielleicht noch ein bisschen warten, aber die kommt schon, die kommt schon. Kommt alles gut. Wir haben noch eine pro Seite. Champagnergläser noch stehen lassen. Jetzt
haben wir das ja geübt. Und jetzt ist es gut möglich, dass man all diese Prinzipien behaltet und einfach ein Bein langsam streckt und das zweite Bein langsam streckt. Man sollte merken, dass man alle Muskeln braucht. Hamstring, Gesäß, Bauch, Schultern, Wirbelsäule. Wir heben das einfach noch einen Atemzug als Transition zu meiner Bauchlage, schieben wir uns ein bisschen führen und senken ganz langsam die Wirbelsäule, legen dann elegant ab, schieben die Rippen führen, dass ihr euch streckt und bleiben gerade mit den Armen so liegen, wie wir sind. So, in der Übung liegt sehr viel Kraft und Überkraft von der Schulter und Ellenbogen. Ich darf mich von der Unterarm stoßen, stütze ich mich ein bisschen auf und komme dann langsam zurück. Atme nicht zur Vorbereitung, stütze mich, Schulterrolle zurück, ein bisschen auf, nimm die Arme als Hilfe, damit ich den Oberrücken kann ziehen und strecken kann und komme wieder ein bisschen runter. So wieder Schulterrolle zurück, ich ziehe mich auf. Kommen wieder runter. Ganz wichtig ist, dass man nicht da unten im Kreuz schafft, sondern schafft vom Gesäß, von den hinteren Beinen und vom oberen Rücken. Wie gesagt, im Pilates ist vieles Koordination. Es geht ja nicht, die Übung abzuschauen und nachmachen, sondern wir probieren, die Übung zu spüren. Ellenbogen. Genau. Nicht mehr in die Länge denken. Viel Kraft in den Beinen im Gesäß. Haben wir noch dreimal. Einatmen auf, ausatmen tief, einatmen auf, ausatmen tief, einatmen hoch, ausatmen tief. Jetzt, wer mag es, One Dive, Hand nach hinten, aufstoßen, rausschauen und zurück. Hand abstoßen. Aufstoßen, zum See führen schauen, über die Bäume und zurück. Einatmen hoch. Ausatmen tief. Einatmen hoch. Ausatmen tief. Noch einmal. Kraft in den hinteren Beinen im Gesäß. Und wir rollen ab bis zu den unteren Rippen. Und dann halten wir die Kraft und stützen den Unterarm auf die Matte. Jetzt von daher, das wäre falsch. Seht ihr meine Schultern? Da werde ich mich rausschieben und probieren, eine Gesamtspannung in der Wirbelsäule aufzubauen. Auch ein bisschen Länge und Kraft in den Beinen. Ich kicke. Point, flex, tief. Point, flex. Ist ein super Stretch auch für den Oberschenkel. Point, flex. Point Flex. Koordinieren die Übung über Kraft vom Bauch und probieren von der Haltung her, das sollte man bei jeder Kraftübung machen, jede Kraftübung sollte eine schöne Haltung sein, wie das ist im Yoga, wie das eigentlich bei allen, die ich kenne, jetzt Bewegungsformen ist. Es sollte immer gut aussehen und dann macht man eigentlich die Übung richtig. Das ist eine einfache das Gesicht sollte locker bleiben, man sollte eigentlich immer können lächeln und immer können schwätzen. Natürlich, da muss man sich konzentrieren. Wir kicken über die Kraft von den hinteren Beinen und vom Gesäß. Kick, kick. Kick, kick. Kick, kick. Kick, kick. Noch einmal pro Seite. Kick, kick. Kick, kick. Und wir legen uns langsam ab. Schaut auf die eine Seite mit dem Gesicht. Nehmt die Hände über das Kreuz und legt die Ellenbogen, wenn es gerade von der Beweglichkeit ab. Jetzt Double Leg Kick. Mit dem Einatmen komme ich gerne in eine Streckung. Mit dem Ausatmen schaue ich auf die zweite Seite, kicke 1, 2, 3. Einatmen, hoch. Kraft in den Beinen, Kraft in den Schultern, Kick. 1, 2, 3. Einatmen, hoch. Ausatmen, Kick. 2, 3, einatmen, hoch, ausatmen, kick, 2, 3, gähnen, stretchen und kick, 2, 3,
ziehend über das Gesäß Richtung Knie. Kick, zwei, drei. Gähnen, strecken, letztes Mal. Kick, zwei, drei. Noch einmal in der Mitte hochkommen. Tief einatmen. Hände gehen unter die Schultern. Und für eine Child's Pose stoße ich mich zurück zum Rücken entlasten. Ich atme hier in den unteren Rücken ein und aus. Probiere den ganzen Rücken mit Luft zu füllen. Hände entweder durch die Schultern oder aktiv, gerade vor euch, was euch besser geht. Tief in den Rücken einatmen. Ausatmen. Nochmal tief einatmen. Und man rollt dann Wirbel und Wirbel auf, bis man ganz gerade sitzt und sich streckt. Weiter geht's mit Spinal Twist. Wir sitzen auf die Mitte der Matte, flexen die Füße, machen die Wirbelsäule lang. Die, die den Ring haben, können für die ersten paar Mal den Ring zwischen Brustbein und Hand nehmen. Wir strecken uns komplett aus, versuchen die Wirbelsäule lang zu machen. Und ich twiste mit dem Ausatmen die Wirbelsäule auf die eine Seite. Atme alle Luft aus und komme in die Mitte zurück. Atme aus und twiste die Wirbelsäule und nicht weg, auf die andere Seite. Und komme zurück in die Mitte. Ausatmen, twisten. Das ist wieder gut. Einatmen, Mitte. Ausatmen, twisten starke Beine. Einatmen, Mitte. Ausatmen, twisten. Einatmen, Mitte, ohne Ring. Einfach schauen, dass man nicht nur von den Armen dreht, sondern von der Wirbelsäule dreht. Der Kopf kann Maximum an die in der Hand gehen. Mitte. Ausatmen, Twist. Einatmen, Mitte. Ausatmen, Twist. Und Mitte. Und Twist. Mitte, einmal noch pro Seite. Und Twist. Mitte. Twist. Und wir kommen zurück zur Mitte. Wir setzen uns auf die Knie und zwar schräg zu der Matte. Mit möglichst wenig Bewegungen in so einer Position kommen, dass ihr gerade seid und der Arm geht nach außen auf. Jetzt der Sidekick Kneeling ist eine tolle Übung fürs Gesäß. Ich kippe über und probiere die Position zu halten. Ich probiere, dass das Bein nicht auf der Matte ist, sondern oben ist und ich probiere von der Kraft vom Bauch zu arbeiten. Ich gehe Point vor, Flex zurück. Man sieht, das Bein sollte immer auf der gleichen Höhe bleiben, so nicht hinten runter, vorne runter, sondern man probiert sich eigentlich in einen Stretch zu ziehen. Man kann den Arm Richtung Decke strecken, man hat Point hoch, vor, Entschuldigung, Flex zurück, noch drei, Point, Flex. Man steuert auch hier wieder Überkraft vom Bauch, das Bein, Point, Flex, letztes Mal, Point. Und von der Mitte her stoßt man sich über die Kraft vom Powerhouse auf elegant, wechselt auf die andere Seite. Auch da schauen, dass wir in einer Linie sind von der Hand vom Fuß. Hat Point, Flex, Point, Flex, Point, Flex. Für mich deutlich schwieriger die Seite, wie man hoffentlich nicht sieht. Noch zweimal Point. Flex, Point, gerade bleiben, einatmen, zurückkommen mit der Kraft in der Mitte, einatmen und dann gerade in eine Seitlage gehen und seitlich mit dem Kopf aufgestützt, mit den Beinen jetzt in einem Winkel liegen. Auch da Wirbelsäule, Taille lang machen und oben das Bein hüpfen. Point, Flex. So, ich zeige das gerade heute in dieser Reihe voll, dass wenn jemandem das von vorne nicht schwierig war, kann man einfach länger,
jetzt in dieser Übung bleiben. Flex, Point. Das untere Bein aktiv in einer V-Position. Flex, Point, Flex, Point, Flex. Letzte zwei, Point. Also auf die Schultern achten, auf die Rippen achten, Bein absenken. Auch hier mit Kraft aus dem Zentrum rausschieben, eleganten Wechsel auf die andere Seite. Möglichst wenig Zwischenbewegungen. Wir haben den Point, Flex, einatmen, ausatmen, Überkraft vom Bauch zu schaffen. Point, Flex, Point, Flex, vor, zurück. Vor, zurück. Taille ist lang gezogen. Kraft in den Rippen. Und die letzten zwei. Legt dann das obere Bein über dem unteren ab. Dreht euch elegant in eine Rückenlage. Probiert euch ganz zu strecken. Und jetzt, ich zeige verschiedene Varianten für eine Vorbereitung für den Teaser. Wir würden die Knie über die Hüfte nehmen, die Hinterknie nehmen und dann für Assisted Roll-Up starte ich mit dem Kopf und probiere, wenn ich da merke, da kann ich mit dem Bein helfen, probiere ich Bein zu strecken. Bleibe so, halte die Position, beuge die Knie und rolle langsam wieder Wirbel um Wirbel ab. Was man da muss schauen, was jetzt bei mir war, wenn die Hose hinten einen Hick macht, das ist nicht gut, weil dann rollt man wieder drüber und das ist sehr, sehr störend. Also ihr müsst schauen, dass beim Kreuzbein nicht gerade das da ist. Das ist das sehr unangenehm. Einatmen zur Vorbereitung. Ausatmen, aufrollen. Sehr konzentriert auf jedem Wirbel einzeln. Oben Beine zusammendrücken, stehen, mit Kraft sind dabei, Knie beugen und mit Kraft langsam abholen. Unten einatmen, ausatmen, über Kraft im Bauch wieder aufholen, wieder die Füße, Knie ruhig ein bisschen zusammendrücken, das sollte auch helfen. Wenn man in dieser Position sich sehr gut fühlt, kann man mal probieren, die Hände zu lösen und richtig Füße zu nehmen. Knie dann wieder beugen, aus der Kraft rauskommen, nicht aus dem Bauch. Und langsam wieder abholen. Das haben wir noch zweimal. Gute Vorübung für Teaser. Wir atmen ein zur Vorbereitung. Wir atmen aus, wir rollen Überkraft im Powerhouse, startend auf. Halten die Position. Probieren mit den Füßen. Mit den Händen ab die Füße kommen, Knie beugen und langsam Wirbel um Wirbel wieder abrollen. Fürs letzte Mal. Wir atmen unten ein, wir atmen aus, wir starten über Kraft vom Powerhouse wieder aufzurollen. Füße eng, Knie eng. Wir ziehen uns zusammen, lösen die Beine, Arme und jetzt die, die wollen, gehen ganz langsam mit Arme und Beinen gleich mässig auseinander, dass Kopf und Bein gleichzeitig ablegen und ich euch dann komplett ausstrecken. Wir atmen tief ein in der Rückenlage, bringen den Arm neben uns und drehen in eine Bauchlage für Swimming. Wir legen uns so, dass die Hände ein bisschen breiter als die Schultern, die Beine etwas breiter als die Hüfte sind und dass der Kopf in einer Linie mit der Wirbelsäule ist. Wir atmen ein zur Vorbereitung und ohne dass wir die Wirbelsäule wackeln, lüpfen wir rechten Arm links bei und kommen wieder zurück. Zweite Diagonale. Langsam lüpfen. Sollte das für etwas zu viel sein, faltet die Hände und geht zum Beispiel nur mit den Beinen. Aber bitte geht von der Kraft vom Zentrum. Weil das ist der Unterschied vom Pilates. Es geht nicht einfach ums Aufreißen von Arm und Bein, sondern man schafft Überkraft von der Wirbelsäule und der Arm und Bein sind eigentlich einfach leicht und lang. Die Wirbelsäule bleibt im Lot.
Wir atmen aus, hoch, ein, tief, aus, hoch, ein, tief. Wir bleiben mit der einen Diagonale hier oben, nehmen die zweite zu und schwimmt. Atmet gleichmäßig, streckt Taille, streckt Wirbelsäule. Und die letzten drei, zwei, stoßt euch zurück in den Cat Stretch, wo ihr die Wirbelsäule komplett rund machen, die ganze Wirbelsäule Richtung Decke strecken, tief zur Vorbereitung einatmen und dann startend vom Becken rolle ich Wirbel um Wirbel in eine Gegenposition, atme tief in dieser Position ein und starte dann über Kraft vom Bauch, unteren Rücken, mittleren Rücken, tief einatmen und dann langsam wieder öffnen. Ganz wie man sich streckt. Wir atmen ein und wir rollen wieder rund zurück. Jeder Wirbel einzeln. Wir lassen den Kopf hängen, atmen ein. Kommen wir wieder von der Kraft vom Becken. Rollen die ganze Wirbelsäule zurück. Wir atmen zur Vorbereitung nochmal ein. Und setzt euch dann gerade seitlich für Mermaid auf die Matte, dass wir ganz gerade sind. Es war heiß heute. Die Wirbelsäule gestreckt. Der Arm geht Schulterhöhe mit dem Einatmen. Und wir ziehen uns zuerst Richtung Decke und dann über. Man probiert hier die Seite zu öffnen, tief einatmen und mit dem Ausatmen in einen grossen Bogen aufholen und der Arm geht tief. Schulterblatt sinkt, Arm geht hoch einatmen. Mit dem Ausatmen und ich würde ich gerne die ganze Wirbelsäule auf und dann überziehen. Schulter ist locker, ich atme ein. Ich hole in einen grossen Bogen auf und der Arm ist tief. Einatmen, Schulterhöhe. Ausatmen, lüpfen und beugen. In die Seite atmen. Und in einem grossen Bogen aufholen für das letzte Mal. Es ist eine sehr schöne Übung, vor allem weil Pilates ja viel mit dem Bauch schafft. Man muss auch die Gegenrichtung machen. Oder? Es ist die Idee von Pilates ist, dass jeder Muskel gleich kräftig wie auch beweglicher ist. Das heisst, je kräftiger der Muskel wird, je beweglicher muss er auch werden. Langsam aufholen und Seite wechseln. So nicht nur Kräftigungsübungen machen, sondern auch den gleichen Muskel dehnen. Wir atmen ein, Schulterhöhe. Wir stretchen uns Richtung Decke und gehen über zu den Beinen. Wir atmen zur Vorbereitung. Tief ein und rollt auf und der Arm geht tief. Einatmen, Schulterhöhe, in einem grossen Bogen über die Beine rollen, tief einatmen und zurück. Einatmen, Schulterhöhe, die Schultern immer senken lassen, also nicht mit den Schultern oben arbeiten, sondern die Schultern haben einen möglichst grossen Abstand. Das gilt für alle Übungen zu den Ohren. Wir atmen ein in die Seite und man rollt immer einen grossen Bogen auf und der Arm geht tief. Machen wir noch einmal die Seite. Sollte das nicht gehen, sitzt auf einem Küssi oder sitzt auf einem Stuhl. Einfach schauen, dass ihr nicht auf dem Stuhl fallt, aber in der Regel ist das kein Problem. Wenn es von der Hüfte und vom Kniewinkel nicht geht, kann man das sehr gut sitzend machen. Wir atmen tief ein. Und rollen dann auf, bis wir gerade sind. Mit den Füßen näher zu uns nehmen, damit ich so wechsle, dass ihr es besser seht. Ich schiebe das Gesäß über die Füße. Es ist auch eine tolle Koordinationsübung von da nach da. Oder auch mit der anderen Hand. Haltet ein bisschen die Fußgelenke flexibel. Wir bleiben dann vorne. Strecken die Beine aus. Probieren die Nasenspitze möglichst näher an den Knie haben. Und schauen auch zwischen den Knie durch. Wenn das da ist, ist auch gut. Einfach wichtig, dass man den Kopf so ist und dass der Kopf hängt und dass man probiert,
möglichst mit der Nase zwischen den Knien durchkommen. Beine, wenn es geht, gestreckt. Und wenn möglich, ist das Gewicht nicht hinten auf den Felsen, sondern ist das Gewicht auf den Ballen. Wenn das möglich ist, wie ich zeige, mit den Händen auf die Matte zu stossen, ist das eine tolle Übung, dass man sich wie von der Matte wegstoßt, dass man da den ganzen Rücken und die Achseln öffnet. Wir bleiben 3 Atemzüge, probieren den Rücken zu atmen, probieren mit dem Ausatmen den Bauch unten drüber, also sehr aktive Übung zu ziehen. Nochmal tief einatmen in den Rücken. Muskulatur unten drüber mit dem Ausatmen. Man kann auch einen kleinen Druck auf die Hände geben. Und dann beugen wir die Knie und mit dem nächsten Ausatmen rollen wir Schritt um Schritt. Langsam lockere Arm, lockere Kopf und Wirbel um Wirbel auf, bis wir dann ganz gerade stehen. Ist das seitlich? Wir probieren uns möglichst Richtung Decke zu strecken. Rippenbeckenverbindung halten wir, also wir ziehen die Rippen auf, schieben das Kreuzbein ab. Probieren möglichst gerade, leicht in dieser Haltung zu stehen, wie ein Faden, der uns von hier lang zieht. Nochmal heben wir die Kraft in der Mitte von der Balance und lüpfen das rechte Bein höher, ohne dass wir gross kippen. Also wir stehen sehr stark auf dem linken Bein. Wir atmen aus, wir strecken, wir atmen ein, wir beugen. Geben viel Kraft ins Standbein und probieren, so hoch wie möglich zu gehen mit der Wirbelsäule. Atmen aus, strecken. Wenn das Mühe macht, schaut den Punkt am Boden an. Das ist einfacher, als wenn ich gerade ausschaue. Wir das noch 3 Mal. Wir atmen aus, strecken, lockere Arme, lockere Schultern einbeugen. Ausstrecken, einbeugen. Ein letztes Mal und elegant und langsam wechseln wir den Fuß, schütteln das Kurzbein aus. Stehen wieder ganz zentriert, wieder Rippenbecken geschlossen, Wirbelsäule lang. Wir lüpfen das zweite Knie über die Hüfte, ohne dass man knickt. Also man bleibt ganz, ganz gerade. Wir atmen aus, wir strecken, wir atmen immer beugen. Wir atmen aus, streckt, einbeugt. Ausatmen, strecken, beugen, strecken, beugen. Wir haben das noch 2 letztes Mal. Strecken, kräftig im Standbein, kräftig auch im Bauch, locker in der Knie im Gesicht. Machen wir noch einmal mehr, strecken. Und dann stellt das Bein langsam ab. Wir machen nochmal die ganze Wirbelsäule lang machen. Wir geben das Gewicht vom Becken auf die Ballen führen und ziehen uns von da eigentlich höher. Wir lassen den Kopf stehen, wo er ist. Und senken ganz langsam noch die Fersen und ziehen die ganze Wirbelsäule auseinander. Gehen zurück. Hinteren, wir haben noch einmal. Gehen mit dem Ausatmen führen auf die Ballen, ziehen die Wirbelsäule auf. Man bleibt oben, ups, atmen ein. Und dann ganz langsam die Fersen senken und ziehen die ganze Wirbelsäule lang. Dann in dieser langen, geraden, leichten Haltung, wie immer, nochmal tief einatmen. Und dann wünsche ich euch eine ganz schöne Woche. Ich freue mich auf die nächste Woche, wie auch immer, und melde mich bald wieder. Tschüss miteinander!